Der Test, ob ein Prophet echt ist, liegt in den Gebeten, die ihm für die Menschheit gegeben werden. Dienstag, 12. Juni 2012, 17.58 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wisse, dass ich niemals diejenigen verurteilen würde, die sagen, dass sie in meinem Namen kommen, es aber nicht tun. Ich liebe alle Kinder Gottes einschließlich der falschen Propheten, die gesandt sind, um in dieser Zeit die Menschheit zu verwirren. Viele solcher Seelen sind erfüllt von Liebe zu mir und verspüren ein Verlangen, mir näher zu kommen. Sie können, ohne eigene Schuld, sich einbilden, dass sie göttliche Botschaften erhalten. Ihr müsst für solche Seelen beten. Ihr dürft niemals über sie richten. Dann gibt es diejenigen, die sagen, dass sie in meinem Namen kommen, die aber das Kennzeichen des Tieres tragen. Wölfe im Schafspelz sind sie, und sie machen sich daran, die reinen Seelen anzufangen und sie mit der Sünde der Irreführung zu beschmutzen. Diese sind die gefährlichen falschen Propheten, deren Absicht es ist, die Wahrheit meiner Lehren auf solch eine Art und Weise zu verdrehen, dass sie dabei nicht auffällig erscheinen. Sie werden, durch eine Fassade falscher Demut, euch eine Lüge in meinem Namen glauben lassen. Sie werden eine tolerante Maske der Täuschung präsentieren, und ihr werdet überzeugt sein, dass sie die Wahrheit verbreiten. Der Test, ob ein Prophet echt ist, liegt in den Gebeten, die ihm für die Menschheit gegeben werden. Bekehrung breitet sich durch die Kraft des Heiligen Geistes schnell aus, wenn Botschaften vom Himmel kommen und sie alle Religionen einbeziehen, alle religiösen Überzeugungen, um sie zu eins zu vereinen. Ich bitte in dieser Zeit dringend um Gebet für solche Seelen, die sich haben täuschen lassen zu glauben, dass sie mit der Stimme des Himmels sprechen. Bittet für sie, damit ihnen die Kraft gegeben wird, sich um Demut zu bemühen, damit es ihnen möglich ist, die Wahrheit zu sehen. Bittet, dass sie nicht zulassen werden, dass der Betrüger ihre Seelen benutzt, um unter den Kindern Gottes Verwirrung zu verursachen. Bittet auch für diejenigen, die nicht im Namen Gottes sprechen, sondern die bewusst mit der Zunge Satans sprechen. Sie brauchen auch eure Gebete, weil sie von Satan gnadenlos als ein Mittel benutzt werden, um Lügen zu verbreiten. Euer geliebter Jesus.